Gross Hacky Day, schon wieder aus Madrid. Ich komme hier gerade aus meiner Keynote bei Airbus und es ist ziemlich gut gelaufen. Da ging es um, wie baut man richtig geile, agile Teams auf. Und meine Hauptmessage der Keynote war, dass das Wichtigste von diesen Teams ist, dass die halt cross-disziplinär sind. Das heißt, dass so ein kleines 7-8-Mann-Frau starkes Team wirklich alle Disziplinen, alle Leute da drin hat, die es wirklich braucht, um wirklich möglichst schnell in kleinen Schritten immer wieder Releases zu machen. Und da kommt natürlich von so riesigen Corporates dann immer die Frage, ja, aber bei uns geht das nicht. Wir haben ja eben diese riesigen Departments und Locations und so weiter. Wo ich halt immer sage, ja doch, das muss aber gehen, weil nur so hast du eben diese ganzen Abhängigkeiten untereinander. Die müssen gefragt, die sind eigentlich dafür da, dass sie das eigentlich machen und die anderen schon. Du kannst es aus meiner Sicht nur kundenorientiert mega schnell eigentlich lösen, wenn du die alle schnell eng zusammen in der Abstimmung hast. Kostdisziplin. Leere Teams.